Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lilip TV. Heute mit Matthias Hauer, Fahrer bei Karl Racing. Ja, Matthias, mit Hockenheim steht jetzt das Heimrennen für die deutschen Fahrer im Feld an. Wie hast du dich auf dieses besondere Rennwochenende vorbereitet? Wir hatten verschiedene Trainingseinheiten mit dem Auto, mit dem wir hier fahren und noch mit anderen Fahrzeugen. Was hast du dir für das Rennen hier vorgenommen? Also auf jeden Fall ins Mittelfeld fahren. Ich peile so Position 15, 16 an. Das ist wahrscheinlich realistisch, aber deutlich weiter nach vorne werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Du bist ja schon in anderen Klassen hier in Hockenheim gefahren. Wie unterscheidet sich das zwischen dem Nesca-Fahrzeug hier und den Fahrzeugen, die du sonst hier gefahren bist? Naja, bei anderen Veranstaltungen ist es einfach so, dass die Fahrzeuge auch unterschiedlich sind. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Hier ist es auf der Strecke allein der Fahrer, der das Rennen entscheidet. Das andere ist eben, die Fahrzeuge sind in ihrer Art her sehr robust. Also wenn es Kontakt gibt, fährt man einfach weiter. Das ist bei anderen Serien einfach nicht der Fall. Da ist sofort Feierabend. Ja, mit Thomas Fritsch fährt jetzt ja ein weiterer Deutscher bei Karl Racing für dieses Wochenende. Was traust du ihm zu? Also der Thomas, das ist aus meiner Sicht ein ganz erfahrener Fahrer. Der ist ja jetzt hier neu und ich finde, er macht das sehr gut. Wenn er jetzt hier ein bisschen Erfahrung sammelt, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass er vorne dabei ist. Was sind deine Pläne für 2019? Ja, natürlich wiederfahren. Ja, dann viel Erfolg für das Rennwochenende und vielen Dank.